Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part, nämlich das Wolkenmeer. Ja, dann machen wir mal los. Und wir sehen Kirby und Zelda. Und das Schiff. Ja. Und das Schiff ist schneller. Ja. Wir nehmen Kirby, das ist nämlich jetzt ein ganz kurzes Level. Muss lediglich laufen. Hier gibt's nichts, überhaupt nichts. Nur laufen, 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 laufen. So. Ja. Und jetzt wird geschossen auf das Schiff, was wir vorhin gesehen haben. Da drin ist auch jemand Bekanntes, aber ich weiß nicht wer. Stürzt ab. Direkt auf Zelda und Kirby und die fliegen runter und das Schiff auf der anderen Seite. Und ja, wir wählen jetzt Kirby. So, jetzt geht das Level erst los. Ja, und lacht man geht jetzt nicht. Einfach weiter. Kommen ja noch genug. Aber das ist schon nicht okay. Aber 0% ist ja nicht schlimm. Boomerang. Das ist ein Leben. Die gibt's auch manchmal in den Kisten. Ja, dann haben wir Schnellbesicht. Der könnte manchmal lästig werden, aber jetzt hier weg. Okay, jetzt kommen wir nicht ganz ran. Aber jetzt, ja, lass mich in Ruhe. Doofe Schicksal. Ja, ja, klar. Singen sie halt. Ja, das ist wenigstens Ruhe. Und hier sind zwei. Oh, Herzen. Und Sticker. Sammeln wir noch die Herzen ein. Brauchen eigentlich nur eins, nur brauchen wir zwei. Weil das ist eigentlich für ein Team gedacht. Also wenn man das jetzt zum Beispiel zu zweit spielt, dass dann beide wieder komplett mit Leben sind. Ja, ich. Also bin ich immer den verfolgt, echt. Gut. Und. Komm. Mach ich den hier einen nicht? Da ist noch einer, wir gehen aber mal weiter. Da ist nämlich ein. Oh, kein Schwert. Manchmal ist hier nämlich ein Schwert. Ein Baseballschläger. Baseballschläger. Brauchen wir nicht. Ja. Ja, den können wir natürlich auch werfen. Sondern sehr praktisch gelandet. So. Gibt's hier was? Nein. Weiter. Jetzt kann man natürlich gegen die Wolken kämpfen. Versuche ein bisschen auszuweichen. So, ihr habt eben nur Unterschied auch gesehen zwischen der schwarzen und der weißen. Das schwarze ist ein bisschen heftiger. Und hier hinten ist nämlich noch eins. Ja, runter. Das ist jetzt auch ein gelben, oh mein Gott. Statue mitnehmen. Und hoch. So, und jetzt kommen die nächsten Gegner. Und so ein komisches Loch. Boah, das haben wir mit Kirby zusammengeschlagen. Und jetzt rennen wir mal. Wir beachten sie mal nicht. Nein. Einfach durch. Okay. Ja, gut. Weil da kommen Felsblöcke von oben. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Müssen es aber nicht. Eigentlich müssen wir nach unten, aber oben gibt es einen Stern. Dann haben wir es gleich leichter. Ja, runter. Okay. So, können wir dasselbe machen wie eben. Ja, Stern. Das Ding müssen wir noch besiegen, die da unten nicht. Also wieder laufen. Also Stein warten und dann hinter dem Stein herlaufen ist am sichersten. Weil es kommt dann kein weiterer Stein, weil der Stein ja alles schon wegräumt. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Wieder runter. Oh, Glückschuss dann weg. Rüber. Und jetzt kommt unser Liebling, der Schnetzelmeister.
trainieren wir mal kurz. Nein. Und das war's. Ja, das war schon das Level. Stage gemeistert. Fox als Trophäe und ja, ein paar Sticker. Auch gut gemacht, ne? So, das war's mit diesem Part. Der nächste Part ist der Dschungel. Also, bis zum nächsten Mal.